So, das heißt, das Ganze, was ich jetzt so dachmäßig hier gebaut habe, ja, das sieht einfach mal so stulle aus. Also es war nicht ganz so schlecht, wie ich es gerade mache, aber es hätte definitiv besser werden können. So, aber hier in die Ecke machen wir uns definitiv eine Treppe. Die bauen wir uns so ein bisschen mit Slabs nach oben. Genau. Ganz einfach. Ah, schön. Ich liebe klassische Musik. Du, 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 du. Genau, wenn ich jetzt hier so... Pop, pop, pop. Genau. Lalalala, lalalala. Und so kommen wir jetzt nach oben. Sehr schön. So. Du kommst mal weg. Du kommst weg. Du kommst weg. Du kommst weg. Du. La 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 la, wir bauen ein Bauernhäuschen rum. Bururu. Und zwar die Wand an sich ist ja jetzt gar nicht so das Problem. Die Sache ist halt nur so, wie es gerade eben war. Sah es halt total scheiße aus. Total stulle. So, hier können wir jetzt nämlich dann erstmal so eine Mauer hinbasteln. Die können wir auch auf der Seite schon machen. Und da gingen mir gerade so ein bisschen die Eichenholzbretter aus und da ist auch schon das Holz alle. Ich dachte mir ja schon, dass wir viel Holz brauchen, aber so viel. Und als ich schlafen gegangen bin, hätte ich mir ja direkt erstmal Holz mitnehmen können. Ich Intelligenzbolzen. La 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 la. Und meine Häuser sehen irgendwie alle gleich aus. Die haben alle den... Warum gehe ich hier hoch? Die haben alle eben den Dingsboden, hier, diesen Boden. Und sind aber generell mit Eichenholzbrettern gebaut. Birkenboden mit Eichenholzbrettern. Ich sollte vielleicht mal was anderes bauen. Dam, 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 dam. So. Biber baut ein Damm, 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 Damm. Damm, Damm, Damm. So. Tür zu. Zieht. So. Intelligenz vom Feinsten. So. Intelliklug par excellence. Ich hab noch... Okay, gut. Ich dachte gerade eben, ich habe alle Dings schon wieder... Alle Stämme schon wieder in Dings Holz verwandelt. In Bretter. Da hätte ich mir aber jetzt gut ein Facepalm für geben können, wenn ich das gemacht hätte. Die Tür steht mir offen. Das ist wunderbar. So, dann holen wir uns mal die Bretter hierher. Die Stämme. Bam. Oh, die Stämme ist voll das coole Online-Spiel. Keine Ahnung, nie gespielt. Wie kann man die Stämme nicht gespielt haben? Ganz einfach. Indem man es nicht gespielt hat. Finde ich immer wieder cool, wenn Leute irgendwie verwundert sind, was für Spiele ich nicht gespielt habe. Und das war wieder falsch. Ah! So, Erde habe ich noch dabei? Erde habe ich noch dabei, alles klar. Ich muss mir jetzt mal so ein bisschen Hilfserde setzen, damit das alles auch halbwegs ordentlich wird. So. Bingo.
Oder setzen wir es noch eins nach draußen vielleicht? Natürlich. Beispielsweise, ich habe auch nie Final Fantasy VII gespielt. Ja, ich habe gesehen, dass da einiges nicht so funktioniert hat. Herb. Weiß ich jetzt auch nicht, ob das der Weisheit letzter Schluss ist. Oder ob ich jetzt hier... Ich soll es hier seitlich nochmal eins... Auf jeden Fall eins nach draußen holen. Würde ich jetzt fast schätzen. Ja, definitiv. Oh, Fledermaus. Der rechten Seite gerade. Wenn ihr sie nicht gesehen habt. So. Genau. Bam. Ne, dann kommt hier auf den... Na doch, dann kommt das... Im Moment. Eins nach draußen reicht. Genau, und jetzt kommt dazwischen mal einer von dem Spaß hier. Blub, 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 blub. So. Machen wir das so. Und dann kommen jetzt die ganzen Stufen hin. So. Du kommst weg und du kommst weg. Seht ihr? Die Axt ist schon wieder fast kaputt. So. Seht ihr das, was ich meinte? Dann Erde, 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 Erde. Ne, Moment, das ist, wird jetzt hier. Ich mache hier gerade wieder so ein Rundumdach. Nee, 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 nee. Diesmal wird's kein Rundumdach. Das habe ich doch vorher gesagt. Diesmal wird's kein Rundumdach. Genau, so ein nach draußen, das reicht dann. So, dann säubern wir hier mal die Regenrinne. Nee, Moment, Moment, Moment. Die Hilfserde brauche ich noch. Brauche ich noch. Ja, keine Ahnung. Müsst ihr mir sagen, ob das so passt. So. Ja, ich baue hier gerade sehr konzentriert. Ich möchte hier einfach mal was richtig Schickes hinbasteln. Nicht gerade was man, nicht gerade was die Karte braucht, aber das, was die Karte verdient. So. Oder andersrum. Nee, keine Ahnung. Was rede ich hier? Bla. Ich zeige ihm Blumen. So. Ding, ding, ding. Mal hier noch den letzten Holzpflock hin. Da 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 da. Da 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 da. Ach, jetzt fürs Bauen würde ich aber am liebsten die Monster alle ausschalten.
Damit mir kein Creeper das hier möglicherweise kaputt reißt. Okay, mein Dachboden wird doch ein bisschen größer, als ich den eigentlich gedacht hatte. Ich hätte nicht gedacht, dass das Dach so hoch wird. Was ist das denn? Ein Riesendach. Ich bin einfach schlecht in Dächer bauen. Das liegt jetzt halt daran, dass das Ding so groß, das Haus so enorme Ausmaße genommen hat. Angenommen hat, so rum. Kann schon gar nicht mehr reden, Leute. Ach du Scheiße. Jetzt blitzt und donnert das auch noch. Da würde ich aber mal sagen, ab nach Hause. Ja, und hier, Enderman haben im Regen nichts zu lachen, weil Enderman, die tun sich, denen tut ja Wasser weh. Und wenn es dann regnet, dann teleportieren sie sich immer von einem Ort zum anderen und dann wieder zum nächsten. Oh je, oh je, oh je. Hier sind wir sicher. Puh. Meine Güte. Was ein Regen. Und wenn es regnet, dann geht die Framerate immer in die Brüche. Und es regnet rein, es regnet rein, es regnet rein, Leute. Mann, Schluck getrunken. Nee, war wieder Epic Lag. Und komm, dass wir rauskommen. Ist auch schon wieder strahlender Sonnenschein. Lalalala. Und da ist auch die Spinne. Und kommt Kollege Schnellschuh. Warum brennt er nicht? Kumpel, warum brennst du nicht? Einfach nur, weil du einen Sonnenhut auf hast, oder was? Ein Brötchen haben wir noch dabei. Oh, ich müsste vielleicht was zu futtern noch mitnehmen. Immer im Zickzack laufen, immer im Zickzack laufen. Oh, er hat mich trotzdem getroffen, der Arsch. Pfeile! Sehr schön. Und da ging mein Schwert auch down. Das ist ja mal super. Und den Pinöpel, da muss ich auch mal entfernen. Nichts hier mit unserer kleiner Farm. Das wird ein riesiges Haus gerade. Wie ich das mitkriege. Aber dann kann ich theoretisch den Boden hier auch nochmal eins nach oben setzen. Dann ist das theoretisch auch nicht gerade das Problem. Wenn ich dann irgendwie sage, ja okay, gut, dann wird er nicht hier hingesetzt. Sondern, dass der dahin gesetzt wird, der Boden. Da kommt so hier dahin. Nee, so war das nicht geplant. Okay, das bringt so auch nichts.